wenn man heutzutage eine wirklich gute Bassdrum kauft, nehmen wir egal welcher Hersteller, da sind wir bei, für ein Bassdrum allein bei weit über 1000 Euro. Was mich immer gestört hat, ist dieses Prinzip, dass du eine teure Bassdrum kaufst, alles funktioniert super, und dann hast du dein Pedal dabei und hast vorne diese kleine Stellschraube, die du, je nachdem wie wichtig der Gig ist, möglichst fest anziehst, damit die Bassdrum auf keinen Fall dir wegspaziert. Das heißt, du hast dann einen Druck am Spannreifen und du zerkratzt ihn im blödesten Fall noch. Habe ich dem Josef gesagt, der hat das großartig umgesetzt mit der Technik. Ich hoffe, man sieht das da. Und zwar, dieses Bassdrum-Pedal hakt unter den Spannreifen ein. Jedes Mal, wenn ich, egal wie laut ich spiele, desto mehr drückt im Endeffekt die Bassdrum gegen diese Halterung. Es kommt mir nirgendwo hin und egal wie breit der Spannreifen ist, kann die Distanz da erhöhen oder kürzen. Und dann haltet das Ding da auch in jedem Fall. Das heißt, alles, was ich mache, ist die Bassdrum hochheben, das Ding am Boden stellen, drunter zumachen, den Riegel zuschieben und dann kann das Ding nicht mehr wegrutschen. Großartig. Was mir auch sehr wichtig war, ich habe das kurz angesprochen mit der hohen Federspannung. Das ist nämlich generell ein Thema, dass wenn man ein Pedal hat, das nicht besonders gut reagiert, muss man das Ganze irgendwie ein bisschen entgegenwirken mit einer hohen Federspannung. Was dann aber bedeutet, wenn ihr jetzt eine hohe Federspannung habt, sobald ihr den Fuß am Pedal habt und ihr will, dass der Beater sich bewegt, arbeitet ihr schon gegen die Feder mit extrem großer Kraft. Er hat spezielle Federn ausgewählt, die eine sehr geringe Grundspannung haben. Deswegen, ihr seht da, ich kann mit dem Beater, es reagiert sehr gut und ich kann es eigentlich mit dem Finger schon antippen, genauso am Footboard. Das heißt, in der Ausgangsposition eine extrem geringe Spannung, jedoch je weiter ich zum Bassdrum-Fell komme, dann steigert sich die Federspannung exponentiell. Da vorne ist sie dann sehr hoch. Das heißt, da kann ich dann fast kaum reinbucken. Hat für mich den Vorteil, wenn ich jetzt da in der Ausgangsposition habe ich wenig Spannung. Wenn der Beater gegen das Fell kommt, bin ich sowieso schon in der Bewegung. Die Federspannung baut sich erst in den letzten 3 cm auf, bevor der Beater gegen das Fell schlägt und bringt mir den Beater dann schnell zurück. Das heißt, egal ob ich jetzt laut oder leise spielen will, ich habe immer am Schluss ein total tolles Pedal, das sehr gut reagiert, vor allem wenn ich weit vorne bin.